Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch. Ich freue mich, dass du einschaltest zu diesem Pferdekauf-Video. Du siehst jetzt hier, ich bin gar nicht alleine beim Pferdekauf, denn ich habe mir mein neues Pferd im Livestream am Dienstag geholt. Aber ich habe gedacht, für alle, die nicht live dabei sein konnten, mache ich ein kleines Pferdekauf-Video. Ich hatte ja gesagt, sobald ich nach Epona komme, werde ich mir einen Isländer holen. Und natürlich mache ich das jetzt auch. Und zur Auswahl standen diese hellbraune, also dieser hellbraune Isländer oder der braune mit der dunklen Mähne. Der hat mir auch mega, mega gut gefallen. Der ist einfach auch so schön. Da gefiel mir der Aalstrich hinten besonders gut. Bei dem hellen, die blauen Augen fand ich einfach mega schön. Und dann ist da noch der Fuchs, der mir auch richtig gut gefällt, weil ich einfach ein paar Isis kenne, die auch Füchse sind. Den Fuchs zeige ich dir hier natürlich jetzt auch noch. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, durftet ihr diese Entscheidung im Livestream treffen. Das heißt, ich habe eine Abstimmung reingetan und ihr durftet wählen, welcher Isländer soll es denn werden. Und ihr habt euch dann entschieden, es soll dieses helle Island-Mädchen werden, denn dass das eine Stute wird, das wusste ich von Anfang an. Also ab auf Pferd kaufen! Und dann kam die Frage mit dem Namen. Auch da haben wir im Chat fleißig hin und her überlegt, welcher Name es denn werden soll. Und es ist eine kleine Vanilla-Lady geworden. Tada! Ich finde es immer so schön, wenn man dann auf OK drückt, oder? Oh mein Gott! Und jetzt geht's natürlich ab in den Stall. Die kleine Maus in aller Ruhe angucken und von allen Seiten betrachten. Und eine Ausrüstung müsste ich ja auch noch raussuchen. Da wird nochmal erklärt, wenn man einen Isländer gekauft hat, wie das mit dem Tölten funktioniert. Finde ich ganz cool, dass da ein extra Fenster aufgegangen ist. Das ist echt nett gemacht. Und jetzt will ich aber ab in den Stall. Und da ist sie, die Vanilla Lady. Und schau, ist sie nicht süß. Das am Hals des Weißes so nett. Oder auch beim Gesichtler so weiß. Ach, das ist echt so süß. Ich finde das beim Isländer einfach auch so schön mit dem Fell, dass man das Fell so schön sieht. Bei den ganzen neuen Modellen, die sind alle so glatt. Na, da sieht man kein Fell. Auch die Struktur vom Schweif ist einfach mal mega schön. Und natürlich soll sie auch eine Ausrüstung bekommen. So, fertig mit der Ausrüstung. Ich bin mit meinen Sachen noch nicht ganz zufrieden. Da muss ich noch mal drüber gucken. Zum Friseur bin ich natürlich auch gegangen, um mir die unterschiedlichen Frisuren anzugucken. Allerdings wusste ich auch von Anfang an, ich würde die Frisur nicht wechseln. Aber um sie dir zu zeigen, was für Frisuren beim Isländer möglich wären, bin ich natürlich eben zu Steve gehuscht, um die verschiedenen Frisuren zu gucken. Und ich muss sagen, ich finde, das sieht auch die kurzen Frisuren sehen beim Isländer schön aus. Und was mir ganz, ganz positiv aufgefallen ist, ist, dass es keinen verwaschenen Schweif gibt. Normalerweise gibt es immer ein paar Frisuren, wo irgendwie der Schweif aussieht wie gewollt und nicht gekonnt. Das ist beim Isländer tatsächlich ausnahmsweise nicht der Fall. Du kannst also die Mähne getrost in alle möglichen Richtungen wechseln und Schweif und Mähne behalten die wunderschöne Struktur. Das hat Star Stable in dem Fall wirklich richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Zum Gangarten zeigen haben wir uns oben auf dem Druiden-Trainingsplatz eingefunden und ganz viele Isländer waren mit dabei und andere Pferdchen auch und das ist ein riesiges Gangarten zeigen sozusagen und ich fange mal an mit dem Schritt. Ich finde, dass er schön nach vorne geht, oder? Also der Isländer geht wirklich schön nach vorne, er möchte laufen, das sieht man auch und auch beim Trab, der wirkt ganz leicht und federnd und wirklich hübsch. Also ich finde, das ist auch von beiden Seiten, man sieht nicht, manchmal sieht man bei den Pferden die Beine so einbrechen bei Star Stable. Das ist diesmal hier echt nicht der Fall. Wirklich hübsch geworden. Also, obwohl ich finde, ich hebe mich beim Trab nicht so wirklich hoch aus dem Sitz, oder? So richtig leicht getrabt ist es nicht.
Im Arbeitsgalopp wippe ich dafür aber gut mit. Und schau, wie der Schweif da weht, oder? Das ist einfach nett. Das ist so süß. Und da ist der schnellere Galopp. Und auch der, finde ich, ist echt gelungen. Also mir gefallen die Gangarten vom Isländer echt richtig gut. Ich bin so froh, dass ich sie mir geholt habe. Die kleine, ach Gott, die kleine Lady, das schaut einfach so nett aus. So hübsch. Vollbremsung! Das Steigen, muss ich allerdings sagen, finde ich beim Isländer ein bisschen zu steil, oder? Das gefällt mir nicht so gut. Da mag ich, vom Steigen muss ich sagen, gefällt mir das vom Mustang bis jetzt so am besten. Aber ja gut, so oft steige ich mit meinem Pferdchen sowieso nicht. Und natürlich, was darf nicht fehlen beim Isländer, ist der Tölt. Das ist ja die besondere Gangart, die nur der Isländer hat in Star Stable. Und der ist auch extremst gelungen, ne? Die Beine, das ist so toll. Das sieht einfach so toll aus, auch wie ich da relaxed hinten im Sattel sitze, vielleicht ein bisschen zu weit hinten, aber im Großen und Ganzen finde ich das echt schön geworden. Das ist sehr, sehr cool. So, jetzt darf noch das Führen folgen. Das Führen bei Star Stable ist ja immer so eine Sache, oder? Die Zügel sind immer so Gummibänder. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Aber naja, gut, kann man nicht ändern. Ich finde, man sieht aber den Schritt ganz gut und das Pferd wirkt relativ relaxed. Und ja, im Großen und Ganzen passt das schon. Ich nutze das Führen insgesamt eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du das viel benutzt. Ich benutze das eigentlich kaum, muss ich zugeben. So, jetzt darf natürlich auch noch gesprungen werden. Wie springt denn meine kleine Easy-Dame? Und sie nimmt die Beine schon sehr schön hoch. Da dürften ja Hindernisse nicht mehr... Oh Gott, der Hund wieder. Da dürften ja Hindernisse nicht mehr das riesige Problem sein, oder? Also ich glaube, das ist echt, das passt noch einmal eine Vollbremsung. Und zu guter Letzt kommt dann noch das Rückwärtsrichten. Da finde ich, nimmt sie den Kopf wunderschön nach hinten. Das sieht echt ganz hübsch aus, auch die Beine hier. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Ich freue mich, dass ich jetzt meinen ersten Easy habe und nach Epona kann. Und ich hoffe, du hattest jetzt Spaß an diesem etwas anderen Pferdekauf-Video. Und ja, ich jedenfalls hatte Spaß beim Kauf mit so vielen anderen Leuten. Das war sehr, sehr cool. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Damakasch.